Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir machen heute weiter mit der Akunung Färbeli mit einer kleinen Enttäuschung. So in der letzten Folge aufgehört. Ich habe mir tatsächlich ein Fortilité gefragt. Ich wollte es eigentlich weiterentwickeln. Es ging dann aber nicht, weil ich die falsche Form davon habe. Die andere Form hängt von zwei Faktoren ab. Das erste ist, wenn wir es mit Glück zu kriegen, weil die 1%ige Wahrscheinlichkeit in der Fälschungsform. Ich habe mir ein Original gefangen. Und die andere Wahrscheinlichkeit ist, dass das passende Item dazu selten bei dem täglichen Händler spawnt. Das ärgert mich gerade jetzt ein bisschen, aber ich kann es nicht ändern. Gut, ja, und Färbeli ist es nicht ganz unwichtig, mit den Personen zu quatschen. Und zwar aus folgendem Grund. Ihr erinnert euch, als wir noch in Engine City oder Claw City, ich weiß es gerade nicht auswendig waren, und den vergibten Brief bekommen haben. Diesen vergibten Brief sollen wir tatsächlich an eine bestimmte Person hier in Färbeli abliefern. Ich weiß aber gerade nicht, welche das ist. Deswegen quatschen wir einfach mit allen. Ah, Frank, ist das mein Opa? Chaka, chakalaka. Ich bin ein Pokémon. Los, kämpf gegen mich. Okay, ich erkläre dir mal, wie ich das sehe. Hören Hoplo und Thermopath denselben Artern? Nein, oder? Und doch bezeichnen wir sie beide als Pokémon, nicht wahr? Hoplo und ich gehe auf verschiedene Arten, glaube ich, in Thermopath. Umkehrschluss wäre es unlogisch, mich auch als Pokémon zu betrachten. Ergibt Sinn, wa? Er ist zwar nett gemeint, aber du musst mir nicht nur aus Höflichkeit zustimmen. Ich sehe ja selbst, dass der Vergleich hinkt, dass er eigentlich ein Unding der Unmöglichkeit ist. Ich wollte halt bloß so gerne ein Pokémon sein. Gib mich auf. Ah, ich hab's. Teller machen Leute, sagt man doch, oder? Weil dafür beeinflusst das Innenleben. Das heißt, wenn ich mir ein Outfit das Gefühl gibt, ein Pokémon zu sein, dann bin ich ja quasi wirklich zu einem Pokémon geworden, oder? Hör mal, du weißt ja so gut, mit einem Outfit zu tragen, das meine Brüder und Leidenschaft verkörpert. Habe ich es dann in einem Design, in dem man das Gefühl hat, das Feuer förmlich zu spüren. Okay. Später. So, da müssen wir tatsächlich mal hier rein. Und zwar zu ihm hier wahrscheinlich. Ja, ich bin Frank. Ah, genau, Frank, wir sind nämlich, die wir diesen Brief abliefern müssen. Ja, ich erinnere mich. Was? Willst du mal hier, um meinen Brief zu überbringen? Oh, mal schauen, was von wem er ist. Ach du meine Güte, von Paulina? Ach ja, da werden Erinnerungen wach. Wir haben oft zusammen gespielt, als wir klein waren. Aber irgendwann ist sie sehr, sehr krank geworden und das wollte das von mir geheim halten. Und deswegen haben wir uns ganz fürchterlich gestritten. Dann ist meine Familie plötzlich weggezogen und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Ging es Paulina gut, als du sie gesehen hast? Ja. Oh, das freut mich. Hier hast du eine Million dafür, dass du mir ein Stück meiner Jugend wiedergebracht hast. Ein Waldschall verstärkt Pokémon, beziehungsweise Attacken vom Typ nochmal. Okay, nee, das war was anderes. Einer hat zum Tragen der Schall mit dem Initiativwert, aber nur eine Attacke ist einsetzbar. Was war denn mit dem normalen Pokémon? Das war auch irgendwas mit dem Schal. Hey, Papella, schade, du bist auch eine kleine Bühne. Und Papella ist gefühlt schon ewig Arena-Leiterin dieser Stadt. Ja, Papella lernen wir aber erst. Aber wir haben sie schon kennengelernt, Papella. Ja, bist du? Mann, du, stör nicht. Ich unterhalte mich gerade. Du hast irgendwelche Mist angestellt, dass du in der Ecke stehen musst. Naja, okay. Dann haben wir dieses Gebäude auch abgeschlossen. Das heißt, wir machen hier weiter mit dem nächsten. Da habe ich das Item bloß gesehen. Oho, das hast du den Erinnerungsorden von Passwerk errungen. Dann weißt du, diese TM sicher einzusetzen. Die TM 77 Würde vom Typ Geist. Ein Attacker, weil der Anwender das Ziel überdrängt, fügt Ziel mit Status vor dem hohen Schaden zu. Es kann sehr hilfreich sein, dein Pokémon Attacken verschiedene Typen beizubringen. Definitiv. Für Pokémon und Trainer ist es eine Entwicklung für eine vertackte Angelegenheit. Ein Pokémon wird dadurch zwar stärker, aber sein altes Aussehen geht unwiderruflich verloren. Willst du wissen, wie ein Pokémon zu mehr Stärke verhelfen kann, ohne dass es sich entwickelt? Ja, du kommst uns wahrscheinlich jetzt im Ewigstein. Am besten erkläre ich das. Meine Flottenkämpfchen, auch schon fertig. Kampf! So, eine Züchterin jedenfalls mit einem Kerada. Okay. So, erstmal auf jeden Fall mit Präzision befreien.
glaube nicht, dass wir heute auch die Arena schon machen. Mal gucken, wie die Zeit, was die Zeit sagt. Die ist jetzt immer bei 6 Minuten, also wenn ich jetzt wirklich so schnell durchkomme, dann machen wir die Arena heute auf jeden Fall noch. Dann hätten wir das Thema Fair Berlin im Ausland. Oh, ich glaube, ich mach die Arena heute nicht. Ich glaube, wir gucken uns heute wirklich nur Fair Berlin um. Weil das wäre dann einfach irgendwo reingerissen. Dann wird es natürlich in 2 Minuten größer mit der Stadt. Dann mache ich die Arena heute Nacht. Hat die auch noch ein bisschen gedauert, aber ich habe jetzt so eine 35-Minuten-Folge zu machen. Also wir machen die Arena nächsten Feuer, dann haben wir auch ein bisschen Luft. So, Kera da. War cool, oder? Und das, obwohl es sich noch nicht voll entwickelt hat. Das kann mit diesem Evolit hier. Ach so, ein Evolit gibt es sonst, glaube ich, verstärkt. Mysteriöse Klumpen, die Verteidigung und Spezialverteidigung für Pokémon, die sich noch voll entwickeln können. Wenn ein Pokémon, das sich noch nicht entwickeln kann, ein Evolit tritt, steigt seine Verteidigung und Spezialverteidigung. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ich glaube, ich habe aber kein Pokémon. Zumindest nicht von meinem Team-Pokémon. Das ist ein Dickenthema. Duflor könnte es theoretisch. Duflor könnte es theoretisch kriegen. Okay, dann gehe ich Duflor den Evolit, weil. Spezialattacke so. Ich habe das Item hier gesehen. 2 Riesenpilze jedenfalls. Da bin ich schon cool. Ich starte eigentlich. So, ah, da. Oh, ein Lampi. Und eine Tem. Das war die 21 und hohe Erholung. So. Und ein weiteres Item ist ein Duftpilz. Cool, Romano. So, haben wir aber jetzt eigentlich auch alles schon? Oder wie sieht das aus? Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Okay, dann habe ich tatsächlich schon was. Die Arena statt durch. Gut, liebe Leute, dann machen wir tatsächlich heute schon mit der Arena los. Also, ja. Auf geht's. Fair Valley. Dann schließen wir heute Fair Valley ab. Okay. Du hast schon 4 Arena-Runden. So lange wirst du mir richtig gefährlich. Gehört? Sogar Mopeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Was? Moment mal, Mopeko. Willst du mir etwas sagen, dass du kämpfen magst? Das ist unser Gegner in der Arena-Challenge, ist dir das klar? Na schön, was soll's, weißt du was? Ich geb dir mal meine Liebe-Karte. Das ist ja Zeichen dafür, dass ich dich als meinen Rivalen anerkenne. Schließlich haben außer uns nicht viele so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende in der Arena-Challenge, oder? Ne? Als Gegner, hm? Klar? Und Barry. Ey, ich bin's, Balduin. Diesen Blick in deine Augen kenne ich. Du bist verliebt. Dann habe ich genau den richtigen Ball für dich. Bitte sehr. Ein Simperball. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die ein anderes Geschlecht haben als dein Pokémon. Ein Simperball sorgt dafür, dass sich Pokémon leichter fangen lassen, wenn sich ihr Geschlecht von dem deines Pokémon unterscheidet. Schon faszinierend, dass man alles in deinen Pokéball checkt, oder? Ja, wenn ihr ein männliches Pokémon habt und dann wollt ihr ein männliches Pokémon fangen, ist dieser Ball besonders wichtig. So. Was soll das mit den Quizfragen? Vor uns geht es um das Ganze. Und sie verwendet uns halt mit Spielchen. Was? Quizfragen? Hä? Auf sowas bin ich gar nicht vorbereitet. Ich habe Prüfungsangst, hallo? Oh, die sieht echt stark aus. Jo. Gut, dann haben wir das schon. So. Okay. Wir müssen also jetzt gegen. Das ärgert mich trotzdem mal mit der Teekanne. Ich hätte euch so gerne das Ding gezeigt. So, okay, dann müssen wir tatsächlich was ein bisschen umbauen. Und zwar mein Moveset umbauen. Das hat auch folgende Gründe. Die nächste Arena ist vom Typ Fee. Und Typ Fee bedeutet, Giftattacken wären cool. Und das heißt, wir brauchen jetzt die Attacke Giftschock. Warum ich sie jetzt gerade beibringe, hat seinen Sinn. Ich versuche gerade was einzubauen, zusammen bauen wir Gigasauber. Und zwar setzen sie nämlich Mondgewalt raus. Und dann habe ich zumindest Giftschock. Und Giftschock ist cooler. Doppelt so stark, wenn der Gegner vergiftet wird. Und deswegen lasse ich auch Toxin drin. Ist sehr wirkungsvoll gegen die Fee-Pokémon. Mal gucken. Schauen wir mal. Willkommen, Arena-Changer. Möchtest du in unserem Arena-Stadion antreten? Klar, gern. Dann würde ich dich zuerst bitten, in der Umkleidekabine deine Uniform zu schlüpfen.
machte ich auf einer Arena-Mission in etwas anderen abgefasst. Dieser Test wird zeigen, was wirklich in dir steckt. Ja, und diesen Test hat sie nicht ganz ohne Grund gesagt. Okay. Ja, die Fängt, das muss ich auch noch machen. Das kriegen wir noch hin. Deine Uniform steht ja wirklich ausgezeichnet. Bist du bereit? Dann kann es losgehen. Jupp. Okay. Gerade wenn wir bei etwas über 10 Minuten sind, das wäre ein bisschen arg kurz. Deswegen machen wir die Arena. Dann haben wir nämlich Fairbelly einmal abgeschlossen und können uns in der nächsten Folge über die Route 7 begeben. Und in Route 7 bekommen wir, glaube ich, ja, unser nächstes Team. Ich habe mich tatsächlich noch mal ein bisschen umentschieden. Ich habe kein Pokémon. Weil ich ja jetzt gesagt habe, ich möchte Toxel nehmen. Beziehungsweise Reflex. Aber Reflex kommt mit dem Limit tatsächlich so viel. Ich habe mich ein bisschen auf ein anderes Pokémon festgelegt. Da ich eh ein Gift-Pokémon besitze, brauche ich nicht noch ein weiteres im Team. Deswegen will ich mich auf ein anderes Pokémon festlegen. Welches das ist, sehen wir dann noch. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Jetzt erstmal die Arena. Da bist du ja, Kindchen. Und du hast immer noch so viel zu wenig Pink an dir. Ja, dann sei es so. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meine Nachfolge als Arena-Leiterin antritt. Du bist so unsicher, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dich schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich hier einfach Fragen beantworten, dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel, du wirst schon sehen. Aber es gibt einen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte des Pokémon, das gerade für dich kämpft. Und dafür erhöhen sich die Statuswerte aber auch, wenn du mir eine Frage richtig beantwortest. Warum es ist, fragst du. Ja, vielen Pokémon verfügen eben über unerklärliche Fähigkeiten. So, und dann wollen wir mal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. So, auf geht's. So, jetzt geht's erstmal los mit der nächsten Arena. Und zwar, diesmal ist es dann tatsächlich Ort Nummer 5 von den 4 Pokémon. Ja, auf geht's. So, die Arena-Mission kann losgehen. Gib alles. Auf geht's. Ja, und das meinte, glaube ich, die Person da mit dem mit der kleinen Bühne. Naja. Also dann, können wir doch mal sehen, was heute zum Fehlen erinnert hast. Jedenfalls möchte Susanne mit gegen uns kämpfen, und zwar mit einem Party. Dass wir hier Dings gehen müssen. Auf Duflor gehen müssen. Aber dieses Puffy sollte eigentlich kein Problem sein. So. Die Frage. Kennst du die Schwachstelle von vielen Pokémon? Gift oder Stahl? Gift ist safe, das habe ich ja schon erklärt. Aber auch Stahl wäre die richtige Antwort. Fabelhaft. Gift ist dagegen sehr effektiv gegen vielen Pokémon. Ein bisschen spezial. Jedenfalls steigt. Das ist gut. Und mit dem Volltreffer geht das Puffy ins Knie. In die Knie. So, Level 39 Inteleon. Inteleon wird natürlich nicht ein Pokémon sein, was uns was ich die Arena finden wird, dann Duflo. Jetzt gehen wir erstmal auf Giftschock. Ich habe auch keine Stahlattacke für den Stahl-Pokémon im Team. Da habe ich sehr lange überlegt, welches Pokémon ich gerne Team nehmen würde. Oder welches Team Stahl-Pokémon Team nehmen würde. Hatte mir nämlich überlegt, lange bei auf Saisurio. Aber irgendwie. Das war auch nicht Pokémon. Naja. Jetzt erstmal dieses Zabayone in die Knie zwingen.
So, FM Level 34. Und die gute Susanne ist besiegt. Merkt euch bitte diesen Namen. Das ist übel. Ich kann natürlich die Verfällerin. Aber meine Neugier hast du geweckt. Ich bin eine zweite Gegnerin. Hat ja keine Sorgen darüber, wie es bisher gelaufen ist. Sonst konzentriere ich mich voll auf unseren Kampf. So, okay. Ein Flossing. Dann geht's jetzt mit Aqua Durchschuss. Die ist groß. Knutschi. So, und ich habe eben gerade gesagt, denkt an den Namen. Der ist nicht ganz unwichtig, weil sie möchte wissen, wie die erste Arena-Leiterin, die erste Arena-Trainerin, die ich gegenüber gekämpft habe. Und die ist natürlich Susanne. Wunderbar, der Trainer hieß Susanne. Und dadurch steigt die Initiative. So. So, jetzt ist Parfinesse. Ich bleibe jetzt natürlich nicht dabei. Also den gepushten Werten ist es bestimmt nicht so schlecht. Ah, wir gehen jetzt erstmal auf präzisen Schuss. So, damit ist das diese Trainerin auch besiegt. Hab keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen. Alter, den Weg da vorne gerichtet. Ich hoffe, dass meine Stimme auch das passt. Das ist von der Lautstärke, was ich gerade. Aber ich habe in der letzten Folge reingeguckt, das müsste eigentlich von der Lautstärke endlich jetzt passen. Jetzt bin ich an der Reihe. Mal sehen, ob das Potenzial hat, für das Nachfolger zu werden. Ursel! Mit einem Pelzbub. So, nächster Angriff. Wieder mit Präzisionsschuss. Bis weil sie eher gerade sogar mit Schmeichler. Das ist der gleiche Mist wie da mit. Oh, na, mit der scheiß Verwirrung, weißt du? Komm, nimm's direkt aus dem Spiel raus, damit ich. Damit die große Gefahr zumindest mal weg ist und ich diese scheiß Verwirrung rausnehmen kann. Ja, dann wollen wir den 5 von 3. Und wie kommst du denn mit dem nächsten Pokémon, und zwar einem Gualdebar. Ja, dann gehen wir auf Ordnertoll und Dunkelklaue. Was esse ich morgens zum Frühstück? Als ob mich das interessiert, was du morgens zum Frühstück futterst. Die einzige richtige Antwort. Normalerweise ist Curry sehr beliebt hier tatsächlich in Gala, aber sie futtert eher lieber Omelett. Ich übrigens auch. Genau. Kann eine Schwäche warum mit Käse? Ja, mit Käse. Oder mit Pilzen oder so. So, Dunkelklaue. Dass du keinen Spielball kannst. Wenn du lieber noch ein bisschen. So, gerade war. Ich noch überlebt zumindest das und mit Zauberschein. So, nächste drauf. So, und nächste Runde wird uns gar nicht mal so einfach werden. Das sag ich ja, das ist gut. Fee, aber sie haben ihre Pokémon haben alle beide Pokémon. Naja, jedenfalls
Die Arena-Mission für Frosch ist zu verwenden, ist etwas speziell, ich weiß. Aber naja, das wäre schließlich auch wenig speziell. Ja. So, die nächste. Dann sind wir mal durch. Mit unserem kleinen Vorstellungsgespräch. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz damit, mein Team zu heilen. Und wir fangen mit Ogma Toll an. Hat seine Gründe, warum. Erkläre ich euch gleich. Denn jetzt geht es mit Papella weiter. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Arena-Mission bestanden. Ich bin schon gespannt, ob du es geschafft hast, die Arena-Leiterin zu besorgen. Möchtest du also jetzt den Kampf herausfordern? Ja. In Ordnung. Dann hier entlang, bitte. So, dann geht's jetzt der guten Papella. Hoffentlich an den Kragen. Für eine Vorstellung mag es etwas spät sein. Und so sind eben die Geflogenheiten. Ich bin Papella, die Arena-Leiterin. Dank meiner Quizfragen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Aber die größte Prüfung in dieser Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im Kampf, du weißt, wie man mit deinem Pokémon richtig umgeht. So, Arena-Leiterin Papella. Und warum ich da noch nach vorne gezogen habe, ist dieser Grund. Smogmog, Scala Smogmog und Fee Gift. Aber ich glaube, laut dem Berater ist Boden sehr effektiv für die Pokémon. Und deswegen gehen wir als erstes auf jeden Fall mit Dings drauf. Gehen wir als erstes mit Dampf als drauf. Und warum du mir irgendwas vorstellst, was bestimmt, finde ich scheiße. Hier sind mein Spitznamen. Oh Gott. Zauberin. Hexe wären sie auf die sichere Variante, aber meistens sind sie. Okay, dann gehen wir auf Wörlich drauf. Um zumindest mal ein bisschen. Warum du mir Boden und Attacken vorschlägst, obwohl offensichtlich schwebe hat. So, jetzt muss ich es noch mal aus dem Rennen nehmen. Die Galasbocker fehlt übrigens auch noch mehr in der Fangliste. Frage, was ist meine Lieblingsfarbe? Sie sagt gerne eigentlich, dass es pink ist. So, hier. Sache, die offensichtliche Antwort ist eigentlich falsch. So, damit haben wir erstmal dieses Smogmog rausgenommen. Damit hat sie noch drei. Das nächste Pokémon von ihr ist Flunkiefer. Deswegen wechsle ich durch, wie auf Natural, ich finde fort, weil ich Pokémon noch ein bisschen Knirscher beherrscht und das wäre ein bisschen blöd. So, ich hab's noch mal mit Rohr, das heißt, es fällt an der Unruhigkeit. Also, ich kann halt. Ich versuche dieses Pokémon mal auszuschalten. Dann ist klar. Und das ist jetzt auch erledigt. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich
bei Togekiss. Das ist das nächste Pokémon vom Typ Normal. Flug. Mir fehlt Flug. Ich kann Duft und Schein sitzen, Minion Flug ertauschen, weil es Luft schon schwer ist. Das gleiche gilt übrigens auch für Infernofort drin lassen. Nee, ha, ich muss auf Inteleon wechseln. Werde auch Luft in der nächsten Runde ziehen. Aber ich kann auch diese Infernofort ziehen. So, da geht es jetzt los mit Präzisionsschuss. Ich hoffe, dass du keine Elektroattacke kannst. Weil mein, du kannst aber doller, weil mein Pech kannst aber jetzt voller Blitz. Frage, wie alt bist du? Nun ja, offensichtlich bist du keine 16, aber das ist die alles richtige Antwort. Kein Zurückschrecken, das ist einfach wichtig, und der Präzisionsschuss kickt. Und dieses Toggle ist auch schon mal auf dem Rennen genommen. Und dann fehlt jetzt eigentlich nur ein Pokémon, und das ist das Professant von uns. Ja, dieser Dynamax-Pokémon. Und das heißt, sie ist ein Fernepot. Ja, Fernepot Giftattacken, einer Giftattacke mit Giftschock beherrscht. Aber ich hätte das nicht genannt. Aber ich hätte die Duftoxin und so nicht. Wenn sie dann noch was will. So, jedenfalls hast du jetzt. Jetzt sieht man auch. Jedenfalls wie der Dynamax, das hat ja bei Saiga nichts getan. So, ich spiele die Mortex-Torte. Also ein. Sieht ja cool aus, aber wie gesagt, hoffentlich wird es hier nicht schneller liegen. Keine Potenzial ist auf diesem Giftschwein. Okay, es sieht tatsächlich doch weniger an, als ich erwartet hatte. Ich habe die Hälfte erwartet. Oh, ich finde es ein Pit. Geschenk von uns. Richtig. Oh, was? Du holst ja jetzt tatsächlich nicht noch Kapitel. Ach, damit. Das ist ja scheiße. So, ich glaube, ich sozial an mir versehen ist. Das hat wirklich noch mehr als ihn. Weiter drauf. Das ist ja doch richtig, ja. Und damit sind beide, glaube ich, jetzt wieder normal. Ich mach's wieder mal. Wenn ich jetzt selbst aufladen. So, die kleine Torte ist erledigt. Also, ich bin erledigt. Ja, normal. Damit du nicht gucken kannst, du nicht außer Gefahr. Jetzt hoffe ich, dass es reicht. Jawohl, da haben wir mal. Und Nummer 5! Das hat gerade noch 36. Ich finde, das war ein Pin. Aber du, deine Pokémon gibt ein gutes Team ab. Das war nicht übel.
Aber leider bist du nicht ganz, wonach ich suche. Sei nicht hinter euch, Kindchen. Meine Vorstellungen sind da einfach sehr speziell. Man sieht, dass Sinn sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Oh, ich weiß auch, glaube ich, auch schon, wo. Aber in dieser Hinsicht war zwar nicht erfolgreich, aber in vielen Orden hast du den Witz verdient. Ja. Und damit haben wir Orden noch 5 von 203 Orden. Du, Leute. Du kannst jetzt alle Pokémon als SD-Level 45 fangen. Und hier hast du noch eine TM dazu. Und zwar die TM 87. Tippskuss. Und zu guter Letzt bringe ich noch etwas mehr Pink in dein Leben. Und zwar mit dieser Uniform. Tu mir den Gefallen und prüfe sie mal an, ja? Die Feenuniform. Es ist kein Geheimnis, dass ich genieße, junge Leute wie dich in die Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztendlich von meinem Wissen. Doch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Tut mir leid, dass ich die Schwierigkeit habe, alte Menschen nachzusprechen. Oh, ich sehe, also vom Pavel eine TM geschenkt bekommen. Sehr schön. Das nächste Arena-Stadion, zu dem du gehen solltest, findest du hier. So, Schwester. Und das, liebe Leute, machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, es wäre dann Orden Nummer 6. Das heißt, wir sehen uns dann wieder, hoffentlich. Und ja, bis dann. Tschüss.